So, hallo, ich will heute über Hypnose reden. Wir alle haben schon mal was von Hypnose gehört, wir wissen, was es ist. Im Prinzip ist es nichts anderes, dass unser Unterbewusstsein einprogrammiert wird, dass wir zum Beispiel nicht mehr wissen, wie wir heißen. Und wenn wir dann wieder zurückgeholt werden ins Bewusstsein sozusagen, dann können wir uns wirklich nicht mehr an unseren Namen erinnern. Das ist, nennt man eine Suggestion. Das heißt, der Hypnotiseur suggeriert dir, dass du nicht mehr weißt, wie du heißt, und da das Unterbewusstsein jetzt davon überzeugt ist, verwehrt es dir den Zugriff auf diese Information, wie du heißt, oder blockiert diese absichtlich. Das ist nachgewiesen, es ist möglich, Hypnose ist es funktioniert, ja. Aber was will ich jetzt damit sagen? Ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt zum Hypnotiseur rennen soll und sich da therapieren lassen soll. Ich weiß nicht, ob ich davon was halten soll. Ich habe jetzt nur von der Hypnose als solche, die mit dem Unterbewusstsein kommunizieren kann, beziehungsweise die was einprogrammieren kann, gesprochen. Aber was machen wir denn im alltäglichen Leben? Wir programmieren uns selbstständig Dinge ein. Das heißt, wir im Laufe unseres Erwachsenwerdens, unserer Kindheit, bekommen wir werden Dinge an uns herangetragen, die wir dann uns immer wieder erzählen. Das merken wir überhaupt nicht. Wenn wir zum Beispiel denken, wir sind nichts wert, wir sehen schlecht aus, wir sind zu dick, wir sind zu hässlich, wir können nichts und so weiter. Also es wird erstmal an uns herangetragen, entweder durch Medien, Gesellschaft, Eltern etc. bekommen wir so das Bild von der Welt und von uns selbst. Das heißt, wir bauen eine Identität auf, wir haben ein Bild von uns selbst. Und dieses Bild ist positiv oder negativ, aber es hat meistens sehr viele negative Dinge in sich, weil die Struktur der Gesellschaft eben so funktioniert, dass sehr leicht diese negativen Einflüsse als Glaubenssätze oder als Suggestion an uns herangetragen werden. Und wir erzählen uns, also wir bekommen die natürlich von außen dauernd erzählt, aber wir erzählen die uns auch selbst. Irgendwann glauben wir daran. Und wenn wir im Laufe unseres Lebens uns dauernd erzählen oder nicht bewusst, das kann auch völlig im Hintergrund laufen, ja, ich bin nichts wert, dann suchen wir immer nach Beweisen, dass wir wirklich nichts wert sind und dann bestätigt sich das. Und nach und nach, im Laufe des Erwachsenwerdens, tut sich diese Suggestion dann im Unterbewusstsein einbrennen und wir glauben daran und wissen gar nicht mehr, dass diese Suggestion von uns selbst da eingepflanzt wurde, weil wir sie immer wieder wiederholt haben, sozusagen. Das heißt, wir suggerieren uns selbst Dinge, die im Prinzip gar nicht wahr sind, die von außen herangetragen wurden, die nicht aus unserer tiefsten inneren Intelligenz kommen und irgendwann glauben wir so fest daran, dass wir gar nicht mehr wissen, dass es auch anders geht. Also wir haben sozusagen den Zugang dazu verloren. Und wenn wir uns dann im Spiegel anschauen, dann sehen wir das, an was wir glauben. Wir sehen nicht das realistische Bild oder wie andere vielleicht uns sehen, ne? Sondern wir sehen, an was wir glauben. Das heißt, wir sehen das Ergebnis unserer Suggestion, die wir im Laufe unseres Lebens uns selbst eingeredet haben. Und von irgendwoher halt mal aufgeschnappt haben und uns dann eben das alles immer kontinuierlich eingeredet haben. Also es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir uns selbst hypnotisiert haben, sozusagen, und erkennen, dass das nur eine Suggestion ist und uns das bewusst machen, immer wieder bewusst machen. Das Erkennen ist der erste Schritt, es zu verstehen und dann es auch zu fühlen, diese Erkenntnis zu fühlen. Wenn man das noch nicht fühlen kann, ist es auch schon mal gut, dass man es erstmal versteht vom Verstand her, was da, welche Struktur dahinter steckt. Und dann kann man langsam diese Suggestion wieder auflösen, sozusagen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Sachen hört, das sind so Selbstläufer, zum Beispiel, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Oder streng dich an, das, was aus dir wird. Also das sind alles diese Floskeln, die sich dann nach und nach in Glaubenssätze, in Suggestionen verwandeln. Und das hilft uns nicht weiter. Das hilft uns nicht weiter, uns selbst anzunehmen und uns selbst zu lieben. Und das blockiert auch den Zugang zu diesem wahren, tieferen Ich, zu dieser wahren Essenz, die man eigentlich ist und die wirklich abgekoppelt ist.
von diesen äußeren Umständen. Das ist ein tiefer Friede, eine tiefe Freude, die kein Gegenteil kennt, sozusagen. Also, die Essenz aus dem Video jetzt, wir sollten erkennen, dass wir uns selbst hypnotisiert haben, dass wir selbst uns Suggestionen angeeignet haben und diese in unserem Unterbewusstsein tief drin sitzen und diese Suggestionen sind von der Gesellschaft an uns herangetragen und die sind nicht wahr. Das hat einem irgendjemand erzählt. Die richtige Wahrheit kann man nur fühlen aus seiner Tiefe heraus. Und wenn wir den Zugang zu dieser Wahrheit wieder erkennen und diese Suggestion langsam lockern, dann haben wir auch wieder eine Verbindung dazu und können uns selbst wieder annehmen und lieben lernen. Und wenn wir uns selbst lieben lernen, dann leben wir von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Und das ist sehr, sehr entscheidend. Wir müssen von innen nach außen, denn das Äußere ist ein Spiegel unseres Inneren. Wenn wir uns innerlich annehmen und diese Suggestion endlich verlieren und es mit wahren Weltbildern ersetzen und nicht mit diesen falschen Weltbildern, mit diesen falschen Suggestionen, dann werden sich die äußeren Umstände dem anpassen. Also, wichtig dabei, Suggestionen erkennen, Suggestionen langsam ausschleichen lassen sozusagen und erkennen, dass das meiste, was wir über uns selbst denken, wenn es vor allem negativ ist, eine Suggestion ist, die nicht wahr ist. Also das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.